Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom City Busmanager. Seit der letzten Folge haben wir einen neuen Betriebshof, nämlich im Emsland, und zwar genau genommen in Lingen. Und in dieser Folge werden wir eine neue Linie erstellen, unsere erste hier in der Stadt. Jetzt ist allerdings nur die Frage, wo gehen wir am besten lang? Hier unten wäre natürlich unser Betriebshof. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Ausgangslage. Dann ist jetzt allerdings die Frage, wo geht es eigentlich am besten hin? Ich denke mal, Bahnhof ist eigentlich immer eine schöne zentrale Lage. Da würde ich einfach die Linie wahrscheinlich hier vor der eigenen Haustür beginnen. Und zwar hier am Pötkadik. So, wie wird da geschrieben? So, Pötkadik. Da fangen wir an. Und fahren dann einfach ein Stück weit hier entlang. Mal eben kurz gucken. Herrenkamp. Okay, das ist an der Straßenseite. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Dann halten wir mal hier. So, dann ist jetzt die Frage, wo fahren wir am besten hin? Zur Emsland Arena. HSG Nordhornlingen wäre hier beheimatet. So, und jetzt ist die große Frage. Natürlich geradeaus wäre natürlich auf jeden Fall immer top. Die Sache ist die, wir haben ja auch als Ziel 10 bis 15 Haltestellen. Das ist es natürlich noch nicht. Wobei ist die Frage hin und zurück, ob das... Ja gut, dann könnte es vielleicht hinkommen. Dann kriegen wir das vielleicht hin. So, und jetzt ist die Frage, wo halten wir? Welchen Zopf nehmen wir? Ich glaube, wir nehmen den hier. Den mittleren. So, und dann müssten wir... Oh, ich bin eigentlich am überlegen. Eigentlich müssten wir hier hinten lang. Erst einmal, aber wir kommen hier sonst nicht rum, oder? Doch, prinzipiell schon. Ach, Justizvollzugsanstalt. Da ist sie also. Warte. Ehrlich gesagt, das finde ich als Haltestellennamen ein bisschen... Ne, warte. Wir machen es so. Eine Justizanstalt. Ist zwar nur ein Haltestellennamen, aber würde mir trotzdem mehr oder weniger am Herzen liegen, wenn wir uns daran einigermaßen halten. So, Hochschule Osnabrück. Das wäre zumindest nicht verkehrt, wenn wir da einmal halten würden. Und dann fahren wir einmal zurück. Hier am Herrenkamp. Emsufer. Kuhspiek und am Ende am Pötkadik. So, Linienbezeichnung. Ich würde das nicht wie in Osnabrück machen mit von wegen Linie 1, 2, 3 und so weiter. Da würde ich mir ein System irgendwie überlegen, wenn es geht. Also, meine Idee wäre vielleicht, wenn wir sagen, zweistellig, ne, oder? Ja, doch, ich denke mal, zweistellig, sagen wir mal, vielleicht ist innerorts, dreistellig ist außerorts, also eine Überlandlinie. Das heißt, wir nennen das hier ist die Linie 10. 1 steht dann quasi vielleicht fürs Gebiet Lingen. Gut, am Ende müssen wir mal gucken, ob das überhaupt Sinn ergibt, aber... Ich sag mal so, Linienbezeichnungen werden auch mal im Laufe der Zeit geändert. Dann wäre das die Linie 10... Pötkadik. So, nicht Pötkadik. So, Pötkadik. So, das Ziel hätten wir schon mal geschafft. Wir haben eine Fahrzeit von 20 Minuten. Das heißt, wir stellen mal auf eine halbe Stunde. Das sollte einigermaßen passen. Und wir lassen den mal so in 1 regulär durchfahren. Das passt soweit, meiner Meinung nach.
So, und hier machen wir mal Zop und Pötkadik. Natürlich Depot. Und die Linie jetzt aktivieren. So, jetzt müsste die eigentliche auftauchen. Jeden Moment. So, Lambert fährt mit dem Bus hier. Sehr schön. Das wär's doch schon mal. Also, der erste Einstand ist schon mal gut. Was ich auch irgendwie cool finde an den Modbussen, dass auch direkt hier das Logo drauf ist. Mercedes, MAN und so. Im späteren Verlauf auch. Da kommt immer so Arbeit. Ich sehe schon kommen, der erste Bus wird gleich bei der ersten Fahrt schon verspätet sein. Moment, wollten wir nicht eigentlich drei stellen? Fällt mir gerade ein. Ah ne, war da. Ja doch. Zwei Stellen innerorts, drei Stellen außerorts. Dann lassen wir mal die Zeit mal ein bisschen schneller laufen. Vielleicht kommt da ja mal jemand und nimmt sich den Bus. Das wäre zumindest nicht verkehrt. So, der Bus ist auf der Strecke. Und da gucken wir uns mal an. Momentan noch ohne Verspätung, das ist mir schon mal etwas. So, um 17 Uhr geht's los. Da ist noch sehr viel Zeit vorspulen, bis wir endlich mal losfahren können. Ich weiß, vielleicht kann man auch mal, den Emsland-Takt auch mal, glaube ich, auch vernünftig hier durchsetzen. Also was der Osnabrück-Cup-Takt nicht hingekriegt hat. Für die jetzt nicht wissen, wovon ich jetzt rede oder versuche zu reden. Als wir in Osnabrück waren, da hatte ich mal versucht gehabt, an bestimmten Haltestellen immer feste Abfahrtszeiten zu haben. Das hat natürlich so semi-gut geklappt, eigentlich gar nicht. Vielleicht wird das hier ein bisschen besser. Wäre zumindest wünschenswert. Vielleicht kann man ja darauf ein bisschen besser achten. Aber mal gucken. Also er fährt zumindest, ist schon mal gut. Viel Verkehr ist da nicht, aber gut. Wir fangen ja auch erst gerade an. Außerdem sind wir in einer Lingen ist zwar keine kleine Stadt, aber es ist halt immer noch keine Stadt wie Osnabrück oder so. Also hier ist nicht ganz so viel los. Ist zwar nicht wenig, aber ist halt eben keine Großstadt. Echt, die Ziele hier finde ich auch ein bisschen, verkaufe 20 Fahrkarten. 46 Euro, da kann ich wirklich sehr viel mit anfangen, muss ich wirklich sagen. Ja, guck. Finanzen, klicke auf deinem Kontostand. Vergrößere dein Liniennetz. 14% sollen wir machen. Kriegen wir bestimmt hin. Ja, Ticketpreise, die lassen wir mal erstmal Standard. Mal gucken. Ja, 14%. Da müssen wir halt mal gucken, in welche Richtung man vielleicht am besten geht. Was sich da vielleicht anbietet. Ob man vielleicht hier am Kanal oder so lang fährt. Eine Überlandlinie. Wäre zumindest vielleicht nicht verkehrt. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber müsste man mal gucken. Ja, das Service Center hat zumindest geschlossen. Ja, ich glaube, das lassen wir erstmal Standard. Das passt schon so. Prinzipiell, also bräuchte auf jeden Fall einen dritten Bus. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Einfach deswegen, dass wir vielleicht auf jeden Fall mit zwei Linien hier bedienen können. Aber jetzt ist eigentlich die Frage.
könnten wir eigentlich schon was erforschen. Eigentlich fast nichts, bis auf jede Menge Busse. Und das war's. Also, das dauert noch ein bisschen. So, dann erweitern wir einfach mal. Einfach noch einen Stellplatz, dass wir ihn haben. Dann kaufen wir uns einfach noch so einen von diesen Bussen. MB. Also so viel Auswahl hatten wir das letzte Mal, glaube ich, nicht gehabt. Jetzt würde mir eine Frage. Wieso sind die jetzt auf einmal dabei? Also da bin ich jetzt, da bin ich jetzt eigentlich ein bisschen überfragt, weil eigentlich hatte ich alle gleichzeitig aktiviert gehabt. Aber gut, ich will nicht sagen, vielleicht habe ich auch einiges falsch eingestellt. Oder ich habe nicht mitbekommen, dass hier mehrere Seiten sind. So, also, Mercedes-Benz Vito wäre bestimmt ganz unterhaltsam. Eine sehr lustige Geschichte. Machen wir mal ein andermal. Jetzt eigentlich die Frage, was nehmen wir? Als dritten Bus. Line City MA 47. 280 Liter, ne, 32 Liter auf 100 Kilometer. Wir gucken mal ein bisschen auf den Spritverbrauch. Wer verbraucht nicht ganz so viel? Das wäre 30 Liter auf 100 Kilometer. Der Solaris ist natürlich sehr spritsparend, da hat er aber kaum Kapazität. Also ich muss auf jeden Fall sagen, Solaris ist wirklich Sprit mit wenig Verbrauch unterwegs. Dann kurz gucken, 26 Fahrsitzplätze. 35. Das wäre eigentlich nicht verkehrt. Dass wir sagen, wir nehmen sowas hier. Das ist auch irgendwie ganz cool. Sehe ich auch. Man soll mal öfter mal einen Neuanfang machen. Sieht man auch mal was Neues. Ich kann man ja auch sehen, Freundlichkeit, Stress, Qualifikation. Wie gut die gerade sind. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das finde ich cool. Ja. Ich würde jetzt, glaube ich, mal so spontan sagen, wir kaufen uns ein Lion City MA47 Überlandversion. Ich glaube, das passt eigentlich am besten. So, können wir den Bus auch noch von den Seiten, wenn es geht, sehen? Ja, einigermaßen. Ja, ich glaube, die nehmen wir so. Ich müsste aber mal wirklich gucken, warte, wo war denn das? Nee, nicht. Nee, das nicht. Ja gut, vielleicht geht's bei Modbussen jetzt nicht. Repaint-Vorlage exportieren. Nur für die Zukunft. So, und dann anwenden. So, da hätten wir einen neuen Bus. Also schön sieht das schon mal aus. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich denke mal für den Überlandverkehr auf jeden Fall nicht schlecht. So. Der kriegt dann das Kennzeichen. Ja, 103. Wir zählen einfach so weiter. Wobei eigentlich müsste ich jetzt hier das noch wieder etwas anders machen. Oder wo an einer anderen Stelle machen. Einfach, dass wir schon mal merken, okay, das ist ein Überlandbus. Weil Sitzplätze, das willst du im Überlandverkehr. Die Leute können da. Da wäre es nicht verkehrt, wenn die halt eben sitzen, dass der Bus auch ein bisschen schneller fahren kann. Weil, ich meine, da gibt es so eine Regel, ein Bus darf zwar nur 60 fahren. Ne, warte, wie war das jetzt? Ne, warte, war etwas anders. Also, wenn sichergestellt ist, dass jeder Fahrgast einen Sitzplatz hat, dann darf der Bus, glaube ich, mit 80 fahren zum Beispiel, statt mit 60. Also, da gibt es irgendwelche Sonderregeln, von denen. Ja,
irgendwie so in Art war das. Allerdings ist, seit ich davon gehört habe, ist auch schon einiges an Jahren vergangen. Vielleicht gibt's, ist es mittlerweile anders. Aber ich würde auch an der Stelle sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.